Hallo liebes Publikum, HBK hier und ich mache weiter bei Let's Play Super Mario 64 für Nintendo 64. Und wir sind stehen geblieben bei Stern Nummer 23, fliege zu den Steinsäulen. Und in der letzten Aufnahme habe ich ja gesagt, von wegen man kann hier noch nicht viel mehr machen, das stimmt nicht, diesen einen Stern kann man noch machen. Und außerdem habe ich den 100-Münz-Stern vergessen, den ich aber nicht in dieser Folge machen werde. Den mache ich dann zusammen mit dem nächsten 100-Münz-Stern in einer Folge. Und falls sich einige gewundert haben beim letzten Video, dass ich jetzt genauso gefehlt habe wie gerade eben. Nein, das natürlich nicht. Aber falls sich einige gewundert haben, dass ich dann, obwohl ich gesagt habe, ich werde keinen Zeitraffer reinsetzen, doch einen gemacht habe und auch so einen Cut gesetzt habe, liegt einfach mal daran, dass ich, doof wie ich bin, angenommen habe, ich kann Videos über 15 Minuten posten. Das stimmt nicht. Deswegen ist das ganze Gelaber von 20 Minuten Part auch, naja, sag ich mal so, für ein Bobbis, ne? Und deshalb muss ich jetzt immer so ein bisschen auf die Zeit achten, dass ich nicht über 15 Minuten Videos aufnehme, weil dieser Account leider dafür noch nicht freigeschalten ist. Das war nämlich mein anderer Account, mein 5 Stück Entertainment Channel. Ja. Und das wollte ich euch nur mal sagen, falls sich irgendwer gewundert hat, falls überhaupt jemand das Video geguckt hat. Aber naja. Ich denke mal, das ist verzeihenswert. Und jetzt muss ich da endlich mal. Ach, geht doch. So. Und das kann man verschmerzen, denn hier haben wir auch schon den ersten Stern für diese Folge. Ganz leicht verdientes Geld, sozusagen. Here we go! Und das war, glaube ich, Stern Nummer 5. Könnte das sein? Also in diesem Level meine ich. Ja, das müsste Stern Nummer 5 gewesen sein. Und damit haben wir das hier erstmal abgeschlossen. Wir brauchen nämlich erst noch ein Utensil, um das Level vollständig zu besiegen. Aber währenddessen gehen wir schon mal ins nächste Level. Und falls ihr da oben seht, die große Sterntür, ich habe ja mal eine Umfrage gestartet. Was könnte sich hinter dieser Sterntür befinden? Kreative Antworten sind natürlich gewünscht. Und mal sehen, was wir im Endeffekt dahinter finden. Und wir sind jetzt in Biberberg, Boah. Und das erste ist Rutsche auf der Eisbahn. Das bedeutet, auch wenn das hier Biberberg Bob heißt, fahren wir jetzt keinen Bob. Nein, wir werden mit dem blanken Bauch eine Eisstrecke runterrutschen. Falls jemand von euch das noch nicht gemacht haben sollte, es ist nicht so angenehm, wie es sich anhört. Ja. Dennoch schön mit dem Po. Das macht den Mario froh. Ja, soweit erstmal. Das hier ist eine schöne Abkürzung. Dauert dann nicht so lange. Währenddessen hat man zwei Extra Lives. Boom. Und runtergefallen. Natürlich. Falls ihr euch fragt, hier ist doch gar nichts, Mario. HBK, wie auch immer. Einer von beiden. Da habt ihr recht. Gehen wir mal nach draußen. Und ey, da ist er. Der Stern hat sich in der Tür verhakt. Wer hätte das gedacht? Na gut. Da wäre ich ja beinahe runtergefallen. Aber Stern 24, here we go. Wer hätte es gedacht? Ich hätte es gedacht, weil ich einfach dieses Spiel schon ein paar Mal durchgespielt habe und es wusste. Speichern weiter. Und wir machen auch gleich im selben Level weiter. Und zwar, finde das Pinguin-Baby. Und da oben haben wir auch gleich eins. Und das ist auch das, was wir suchen. Und lustig ist, dass wenn man rennt und sich auf den Bauch packt, das Pinguin-Baby einen nachmacht. Das ist wirklich süß gemacht, muss ich sagen. Nee, aber das Einzige, was wir machen müssen, ist diesen kleinen Pinguin zum Mama-Pinguin unten bringen. Mehr ist das schon nicht. Boom. Dann den Schneemannkopf. Ich
glaube, die Seilbahn ist unten, deswegen müssen wir jetzt... Oh, nee, die Seilbahn ist oben. Nice. Das heißt, wir müssen noch nicht mal an den Schneemännern vorbei. Oder? Oh doch, diese Schneeseilbahn ist unten. Sie sieht... Man sieht sie nur in der Entfernung nicht. N64 eben. Da war die Render Distance wohl noch nicht so hoch geschalten. So. Da, da, da. Da. Ah, du blöder Schneemann. Hey, Pinguin, komm her. Hat er mich zweimal erwischt, ey. Und ich habe mich ja auch angestellt wie der letzte Bill Kaulitz, also da kann man nichts sagen. Und Geronimo! So, schön im Sand, im Schnee stecken geblieben. Und jetzt erstmal das Pinguin-Baby wieder einsammeln und zum Mama-Pinguin bringen. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß... Ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Nehmen wir doch gerne. Und da ist Stern Nummer 25. Here we go. Yes, sir. Ja, Leute, das ist doch schon mal guter Fortschritt, würde ich sagen. Keine 7 Minuten im Spiel und schon 3 Sterne eingesammelt. Und jetzt müssen wir den schnellen Pinguin besiegen, wo ich sicher nicht auf Anhieb gleich erfolgreich sein werde. Das ist sehr selten der Fall. Und hier gibt es einen kleinen Trick, sich einen minimalen Vorsprung zu erbeuten. Man läuft erstmal an der Seite weit, schon mal vor. Und dann quatscht man ihn erst an. Er quatscht automatisch mit einem, du musst nur in seine Nähe gehen. Aber das hat jetzt gerade nicht allzu viel gebracht. Deswegen kann ich nur hoffen, dass ich jetzt so gut bin und er mich nicht wieder von der Strecke katapultiert, wie er es sonst immer macht. Oder mich hier in den Geheimgang zwängt. Weil wenn man den Geheimgang nutzt, dann kriegt man keinen Stern von ihm. Und warum bin ich jetzt gesprungen? Ich Volldepp. Fail Nummer Uno. Oder so, dann falle ich einfach mal runter. Nein, falls ich hier irgendwann mal was Dämliches oder so gegen irgendwem gegenüber sage oder so, dann ja, dann nimmt's mir nicht übel. Ich bin eben ein Let's Player am Anfang. An sich bin ich eigentlich nur ein Let's Player Fan, der jetzt ein bisschen mal selbst sich ausprobiert. Oh. Ich wollte schon ansetzen, da leckt mir doch einer die Stiefel sauber. Nur dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keine Stiefel und bin glatt weg mal runtergesprungen. Hui! Und... Oh! Oh! Nein, oder? Oh, nice! Oh, das war geil! Oh, war das geil! Ich hoffe nur, er sagt mir jetzt ich hab geschummelt, ey. Boah, war das geil. Das habe ich ja noch nie geschafft, ey. Meine Fresse. Geile Scheiße. Du versuchst doch nicht etwa zu betrügen. Abkürzungen sind nicht erlaubt. Du bist disqualifiziert. Och, Mann, ey. Pff. Leck mich, Vogel. Und schon kann man wieder... Wie Santa Claus in den Schornstein rein und die Leute ausrauben, ich meine den Leuten Geschenken bringen. Und noch einmal gegen einen Pinguin antreten. Ich gesagt, ich schummel. Aber nein, ich fehle. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Und mir fällt gerade auf, ich habe nur noch ein Extra Life. Suboptimal, würde ich sagen. Ich ziehe gerade voll das Gesicht. Ich glaube, ich blende das mal ein. Und wo ist Pingu? Kennt
einer von euch noch Pingu? Die Trickfilmserie mit dem Pingu, der immer nur nöt nöt gemacht hat? Hat er immer nur die ganze Zeit gemacht. Kennt ihr das noch? Das war doch echt eine Hammer-Serie. Und jetzt haben wir den Pinguin auch endlich besiegt. Und wo der Stern herkam, das will ich gar nicht wissen. Das Einzige, was ich wissen will, ist, dass wir diesen Stern geschafft haben. Und ich würde mal sagen, here we go! Und durch den glücklichen Umstand, dass ich natürlich jetzt so zusammengeschnitten habe, können wir noch glatt weg noch einen Stern machen. Weil normalerweise müsste ich die Aufnahme jetzt abbrechen und sagen, tschüss, bis dann. Aber das tun wir natürlich nicht, denn wir finden erstmal die 8 roten Münzen. Scheiße, warum muss das jetzt ausgerechnet kommen? Das dauert immer eine Weile, weil ich meistens vergesse, wo die ganzen roten Münzen sind. Obwohl es in diesem Level eigentlich nicht so schwer ist. Wird später noch wesentlich anspruchsvoller. So. Ich muss dahin. Gut, da ist schon mal Nummer 2. Ich muss jetzt ehrlich gucken, wie ich das hier zusammenwürfel. Die ganze Ebens. Oh, Leben, 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 Leben. Leben, 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 Leben. Extra Life, Mushroom! Durch die Magic Mushroom zum neuen Leben erwacht. Also nicht falsch verstehen, Drogen sind schlecht, ich nehme auch keine Ahnung. Nicht, dass ihr das denkt. Ich komme einem vielleicht manchmal so vor, als hätte ich irgendwas eingeworfen, aber das ist ganz normal bei mir. Und je mehr Let's Plays ich auch mache, desto angenehmer wird es irgendwie. Desto leichter fällt mir das mit dem ganzen Quatschen und so nebenbei. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich so erzählen soll. Aber das... Au! Aber es wird von Mal zu Mal einfacher. Wie mit manch anderen Sachen. Ihr könnt euch da jetzt ausdenken, was ihr wollt. Ihr könnt es auch unten wie Pubertäre in die Kommentare schreiben. Ja, schon in der letzten Folge, da habe ich ja Schwanz gesagt. Aalschwanz. Ganz einfach. Da wäre ich beinahe die Klippe runtergerutscht. Meine Güte. Das war Nummer 6, Nummer 7 ist da oben und Nummer 8 ist, glaube ich, komme ich eigentlich mal darauf, dass da eine ist, aber ich glaube, die ist dort. Einmal mit dem Fahrstuhl gefahren und dann, ja, jetzt geht's auf in den Treppenlift, schön die Treppe mit 0,00002 Meter pro Stunde hochgefahren. Na komm schon. Und da oben kriegen wir dann auch gleich die letzte rote Münze serviert. Ja wunderbar, doch, da ist er doch. Warum bin ich mir da immer so unsicher? Und da ist sie. Da ist der Stern. Ich wollte schon sagen, da ist sie, die rote Münze, aber das ist ja keine rote Münze, das ist ein Stern. Offensichtlich. Ja, letzte Folge hieß ja schon... Ein bisschen failen tut jeder mal, aber ein bisschen viel failen tu nur ich. Ja, da hätten wir auch gleich den Titel für diese Folge. Also ein Stück, was ich auf jeden Fall reinschneiden muss. Let's Play. Ach, einfach nur gegen die Wand donnern und schon kann man nochmal laufen und... Endlich haben wir es geschafft. Hier haben wir einen blauen Münzen-Switch. Blauen Münzen 5 wert. Und endlich haben wir den Stern. Here we go. Jetzt kriegt das mal unenthusiastisch. Meine Fresse. So, und ich würde sagen, ich bin HBK. Das war's für diese Folge. Und ich würde sagen, tschüss, bis dann.